Sehr selten sind sie geworden. Einfache Einblattsägegatter, man nennt sie auch Venezianergatter, angetrieben nur durch Wasserkraft. Jahrhundertelang gab es diese Sägemühlen. Hier sieht man einen Wasserzulauf über Rinnen aus Holz, ausgeschlagen mit Kupferblechen. Und die führen hier zu einem oberflächlichen Wasserrad. Das hat so 4,40 Meter Durchmesser, ist 1 Meter breit und kommt dann auf so eine Leistung von 4 bis 5 PS. Auf der anderen Seite der Mauer sehen wir dann, wie es dann weitergeht mit der Wasserradwelle. Wir sehen hier dann im Moment nämlich die Mühle im Leerlauf. Wir sehen das Getriebe, an dem unterschiedliche Antriebsriemen angebracht sind. Einmal für das Sägegatter, dann auch Riemen für eine Besäumsäge und für die Blockwinde. Und dann sehen wir jetzt hier den Sägerahmen in Aktion, natürlich von unten gesehen, und auch ein Flachriemen für den Rückschubmechanismus. Das Sägewerk hier stammt aus dem 19. Jahrhundert und es war ein Sägewerk im Ein-Mann-Betrieb. Und wie geht nun dieser Sägewerker vor, um so dicke Stämme auf seinen Blockwagen zu bekommen? Denn dort müssen die Stämme hin, dort werden sie festgemacht. Hier ist jetzt die Blockwinde zu sehen. Mit diesem Seil, das der Sägewerker um den Stamm wickelt, kann er den Stamm dann auf den Blockwagen ziehen. Auch diese Blockwinde wird natürlich über das Wasserrad und einer Riemenscheibe angetrieben. Hier sehen wir jetzt gerade den Rückführmechanismus in Aktion. Also der Blockwagen wird automatisch zurückgeführt, damit wieder ein neues Brett gesägt werden kann oder ein neuer Balken. Der wird dann jetzt hier wird jetzt eine Bohle eigentlich abgemessen oder angezeichnet erstmal. Und dann entsprechend die Bohle verstellt, damit der nächste Sägeschnitt durchgeführt werden kann. Das geht natürlich alles hier jetzt nur per Hand.
Hier sehen wir jetzt diesen Vorschubmechanismus. Es geht doch recht zügig bei 80 bis 120 Hübe pro Minute. Und hier mal ganz klar zu sehen, wie das Sägeblatt schneidet. Das sind jetzt bei heute auch Sägeblätter, die sind legiert und haben auch eine entsprechend hohe Standzeit. Da gab es in den vergangenen Jahrhunderten ja doch recht große Probleme. Die Sägeblätter waren sehr dick und mussten oft nachgeschärft werden. Erst in späteren Jahren kamen dann die legierten Stähle auf. Und es gab auch dann konische Sägeblätter, sodass die Schränkung nicht so groß sein musste.